Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil und die Amina vom Nil. So, was haben wir denn da? Ich habe schon lange überlegt, ob ich das euch mal zeigen soll. Und ich finde, das ist ganz, ganz sehenswert, was die Mausi so fabriziert. Sie ist total kreativ. Sie baut für die Barbies selber ein Möbel und sie kreiert auch Kleidung. Sie schneidert selber Kleidung. Ich zeige euch jetzt mal einfach Schritt für Schritt. Wir sehen hier okay, das ist ein gekauftes Kleid jetzt, aber die Hose, die ist selbst gemacht. Dann sitzen die auf einem selbstgemachten Sofa von der Mausi, ne, aus einer alten Socke und ne, ein Sofakissen. Schwarz-Weiß-Sofa, dann haben wir hier zwei Telefone. Das ist das Teil vom Laptop. Ne? Laptop ist hier auf dem Kommodino, auf der Kommode. Was ist hier unten, Mausi? Da, Das ist ein Lernbuch. ein Lernbuch. Die lernen auch nach der Hochzeit. Okay. Sie hat die Fernbedienung in der Hand und der Mann, der kuschelt mit der Katze. So, dann haben wir. Gehen wir mal. Ups, jetzt habe ich meine Abaya zerrissen. Habt ihr es gehört? Nein, das war nicht zerrissen, das war am Boden. Dann gucken die beiden Fernsehen. Na? So, dann haben wir noch hier selbst gebastelt eine Vase von der Mauseline. Ja, dann gehen wir mal in die Küche. Hier wird nämlich auch gekocht. Das ist dieser Schrank, der ist natürlich jetzt von Elsa geschenkt bekommen, gekauft. Das hier ist ein Einkaufstrolley, sah? Das Der habe ich Einkaufstrolle. selbst gemacht. Natürlich, alles selbst Hier. gemacht. Und sind da schon Einkäufe drin? Nee, noch Nein, nicht. wir haben schon eingekauft. Habt ihr schon eingekauft? Okay. Jetzt seht ihr mal hier, dieser Stuhl ist selbst gemacht. Das Kleid von der Barbie ist selbst gemacht. Der Der Tisch, den Tisch. hat sie auch selbst gemacht. Genau. Hier, das ist eine Sonea. Und was ich so toll finde, guckt euch das Ding an. Das ist mit einem. Wo ist denn der Strohhalm hin? Der ist irgendwo Der ist hin. ab weg. Das war ein Smoothie, hat sie gesagt. Und was hat sie hier zu essen? Ein Cupcake. Ein Cupcake. Okay, also das ist ein Teller mit einem Cupcake. Und da haben wir die Ballerina, die ist gerade am Kochen. Nimm mal diese Tasse in die Hand. Na, was ist da drin? Das sind Eier. Eier. Tut Eier. Und was kocht sie da? Schönes, zeig mal. Da Ist ist auch eine ein Koch. Suppe und das drin. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gemüse, Chalas. Und hier, wie hast denn du das gemacht? Hier, das ist eine Das war Schokotraumdose. so, ich hatte das in der Hand und dachte mir, was soll ich damit machen? Und dann dachte ich mir, wieso kann ich denn kein, wie heißt es, Herz damit machen? Da habe ich das genommen und habe hier so mit der Heißpistole einmal gemacht. Dann dachte ich mir, Die Heißklebepistole, ja. genau. Da hast du einfach so Flecken drauf. Und Und dann. ich wollte Sachen draufkleben, so zum Spaß. Und auf einmal dachte ich mir, wow, das könnte ja so ein Dings zum Kochen werden. Dann habe ich es hier angemalt und dann war es so. Sehr schön. Und hier der Topf ist auch toll. Das ist von einer Babyflasche, der Sieb. Sehr gute Idee mit dem Topf. Okay, dann haben wir hier den Grill. Zeig dir mal den Grill kurz her. Der steht auch auf einem kleinen Schränkchen. Hier kann man die Sachen kühler machen und hier heißer. Genau. Und das haben wir den Pizzaofen hier. Dann haben wir hier die Prilflasche. Und ein paar Sachen, ne, ein Teller und ein Becher. Und Und der zeig mal den Besen. Besen. Genau, das ist von der Zahnbürste. Und das ist die Ding vom DVD-Player, der kaputt ist. Toll. Okay, gehen wir mal weiter ins Schla in die, in die. Bring mal deine Ins Dusche her, Klo. die selbstgemachte Dusche, ins Badezimmer. Jonas, warte mal kurz. So, das finde ich sehr interessant. Jetzt fangen wir erstmal an. Also hier, das ist eine Badewanne. Na, da sitzt, sie badet gerade. Das ist der Wäschekorb. Na, Daher kann sie aus einem. duschen aus einem. Ach, da war. Upsala. So, die steht da und wäscht sich gerade. Zeig dir mal die Dusche. Das finde ich so Hier. krass. Hängst, das muss hängen. So hängen und dann auf die Badewanne zeigen. Und wenn man hier den Deckel aufmacht und sie voll ist, dann kommt von hier das Wasser praktisch in die Badewanne. Woher hast denn du den Trick? Ich habe es mal gesehen, haben die Flasche mit einem Strohhalm so gemacht, um sich die Hände zu waschen für draußen. Nicht, dass sie drinnen die Hände drücken. Habe ich gesagt, mir gedacht, dass ich das auch für die Babys mal zum Hände waschen, aber dann.
habe ich gedacht, wieso kann man denn nicht eine Dusche davon machen? Das ist eine super Idee, Mausi. Also wirklich eine tolle Idee. Eine Dusche. Und was ist das? Ein alter Fuß von einer kaputten Barbie. Gell? Ich habe hier aufgeschnitten und da drin aufgeschnitten. Sehr gut. Und festgeklebt mit dem Kleber. Also ich habe nicht geholfen, Leute. Das hat sie alles alleine Du gemacht. hast nur das gemacht. Genau. Sah. Ich habe diesen Schrank. Der hat gesagt, wie kann ich da einen Schrank machen? Sag ich, dann helfe ich dir. Das habe ich konstruiert. Aber sonst hast du alles alleine gemacht. Hier, Glätteisen. Zeig mal das Glätteisen her. Zeig mal von innen. Und auch noch, ne, mit dem Schwarzen. Also, Liebe zum Detail. Da hätte ich gar keine Geduld, Maschallah. Dann hat sie da eine Zahnbürste gebastelt. Die Zeig mal. Dinger sind nicht gerade gekommen, weil der Kleber immer wieder so. Das ist egal. Das putzt besser. Hilfe. Dann haben wir Los. dann einen Kamm noch und eine Bürste. Der Kamm. Dann die Haare. Handtücher da, das, ne? Das ist Und so das. Parfümflasche, da kann man sich so Ah. den Gesicht einreiben. Und das. Das ist der Nagellack, der kam mit der Barbie. Nagellack. Chalas. Und dann zeig mal hier, das da ist für der Seifenspender, ne? Genau, wenn man Hier aufmacht. kann man so, das ist der Ach so, Wasserdings. Wasserhahn ist das. Aber von meinem Seifenspender hast du es genommen. Ja, das ist Hier das noch diese Waschbecken. Seife, weiß ich nicht mehr genau, wo sie ist. Hast die Seife Da war ich verloren. gestern raus und rein mit dem Genau, Ding. also das ist hier bei uns nicht im Wohnzimmer immer. Das wird nur aufgebaut, weil für euch jetzt, sie hat es mit ihren Freundinnen auf dem Dicker draußen, auf der Bank bauen sie das immer auf. Ansonsten in ihrem Kinderzimmer. Okay, dann gehen wir mal ins Schlafzimmer. Kleine Wacht die Sekunde. Barbies, weckt die Barbies nicht auf und das Nicht Baby auch nicht. aufwecken, die Barbies. Alles klar. Alles klar. Ups, die gibt ja die Flasche. Also das Bett hat sie auch selber gemacht. Alles, sie betten selber, ne? Und die Klamotten, das ist ein alter Strumpf, ich erinnere mich. Und das auch, das ist eine Socke. Ein Kissen, alles ein Bemelaya zum Zudecken. Und die Babyflasche, guck mal, Leute. Eine Babyflasche, ist das toll. Und die gibt die gerade. Diese süße Barbie. Dann haben wir hier, tada. Ah, das Kleid hast du auch selber gemacht. Das ist von der Unterhose. Okay. Und dann haben wir hier die Kissen, worauf sie liegen, hat sie auch, ne, mit so Schaumstoff selber gemacht. Diese Comodino, was ist das? Das sind Streichhölzer, das sind so Jord. Also Schubladen von Streichholzschachteln. Zeig dir mal diese. Das ist der Kleiderschrank, den finde ich auch toll. Zeig mal den BH, da musste ich gerade voll lachen. Nicht so, was ist das? Ist das ein Halstuch? Nein, das ist der BH. Den kann man so So anziehen. drüber ziehen. Aber auch eine kreative Idee, ne? Dann sind die Brüste bedeckt. Okay, das ist die Handtasche von ihr. Und Chips. Und das da, das Und war ein ein Ober, Kleid. das ist ein Kleid, das war ein Das Oberteil ist von leider dir. abgenommen, Und der aber werde ich noch Gips. dran nehmen. Genau, sofort So die mit uns. einem Gips. Und der Wenn die Barbie Gips. mal sich einen Fuß gebrochen hat, ist das der Gips, Leute. Der ist halt mal im Schrank, ne? Dann hat die Barbie einen Gips. Zeig mal das nächste. Das hier ist auch so Das ein. hat meine Freundin für mich gemacht. Okay, ist auch schön ein Netzkleid und das. Hat auch meine Freundin für mich gemacht. Okay, die Hagar, die Große. Und das hast du gemacht, ne? Das alles. Okay, Das dann ist zeig mal, nimm's mal runter. Guck mal, die Kleiderbügel hat sie da extra so wie Kleiderbügel gemacht. Ich finde das auch mega. so, hier habe ich selbst gemacht. Hier kann man das da oben haben und das kann man so hier unten. So hier unten und hier oben. Genau, zeig mal, das sieht So. toll aus. Sieht echt Mit toll aus. Schultern frei. So. Ja, also so ist es. So. Designerin, die kleine Mausi. Ich hatte die Socke und dachte, wieso ging. Ich habe einfach so gebastelt. Und auf einmal waren diese Dinge zwei. Dann dachte ich mir, wieso kann man das auch nicht so anziehen? Ja, man fängt an und dann kommen die Ideen. So ist das. Kreativität, okay. So, dann zeig mal. Ihr habt ja auch manche Spenden, haben ja Leute Spenden geschickt für unser Dorf. Da waren halt Bikinis mit dabei. Und da die hier bei uns im Dorf, die armen Leute haben kein Geld für irgendwie Urlaub machen, das ist ja logisch, haben wir die mit Erlaubnis der Leute natürlich die Bikinis zweckentfremdet und die Mausi bastelt mit den Bikini-Teilen eben Kleidchen für die Barbies. Das ist wunderschön. Das hast du, das war dran, gell, das Bündchen. Das hast du nur abgeschnitten und zusammengenäht hier. Das war so hier ein Stück. Ah, Mausi, du bist kreativ, du bist eine Künstlerin, wirklich. Also Und muss man echt sagen. das war von der Hose von meiner Tante. Das haben wir gefunden.
bei ihr und ich habe sie gefragt, ob ich es haben darf. Da hat sie gesagt, ja. Das hat sie von ihrer Hose abgeschnitten, weil es nicht passte. Und das auch. Das auch. Und das BH das auch. Da. Sehr schön. Und meine Freundin hat mir auch eine Unterhose für die Barbies gemacht, aber die ist leider ein bisschen abgegangen. Und die hat mir beigebracht, wie es geht, und ich werde es auch machen, bald. Und du guckst auch öfter mal bei YouTube so Barbie, wie heißt das, was du immer anguckst? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da basteln sie Telefone für Barbies, die so aufklappen zu. Ah. Und so viele Sachen, süß und klein. Und die können auch echte kleine Chips machen für die Barbies. Die machen Chips, nur was für Chips Chips? kleiner und dann Ah. tut man sie in eine Box und dann ist es für die Barbies. Ursüß, Und eine kleine Pizza haben sie auch Krümel. extra gemacht. Ja, wie gesagt, das Internet ist nicht immer schlimm für Kinder. Also sie informiert sich da, holt sich Kreativität und kommt einmal und sagt, Mama, hast du eine alte Zahnbürste? Und ich, ja, hier kannst du haben. Meine alte Zahnbürste hier. Hat sie dann mal kurz einen Besen? Oder war das deine alte Zahnbürste? Und das. Genau, und du hast auch. Und der Junis, der tut auch immer mitspielen, ne? Ich gebe Sie euch das. sagt Ich bin der Ken. Und der ist immer hier. Der fährt immer diese Kutsche und sitzt auf dem Pferd. Und wir sitzen hier hinten, wenn wir zum Doktor gehen mit der Barbie. Ach so, und dann bist du der Kutscher. Ja, ich bin Habibi. Ken. Gut, alles klar. Ja, Leute, vielleicht hat euch das Video gefallen. Wir sind schon wieder am Ende. Ich wollte es euch mal zeigen, was hier so los ist. Ach so, dieses Teil haben wir auch noch nicht besprochen. Was war das? Das war die Box für die Kekse. Kekse. Ah, okay, selbstgemachte Kekse. Auch okay. Ja, man kann mit Müll, mit Sachen einfach recyceln, neue Sachen. Also sie hat jetzt, da hast du jetzt locker, wie viel lange? Also bestimmt 3 Monate immer mal wieder was, ne, wie sie Lust hat. Dann Aber hat das sie wieder, Bett? da, ganz kurz, dann hat sie wieder 2 Tage am Stück nur so Sachen gemacht. Dann wieder 1, 2 Wochen gar nichts. Und dann kommt wieder die Ding, bring mir die Heißklebepistole. Dann vergisst du die Heißklebepistole Ja, in aber der diesmal habe ich Steckdose. sie ausgemacht. Diesmal hast du sie ausgemacht. Das Ja, wir erste war das verbrennen hier noch Bett. hier. Ja, das erste war das Bett. Eine tolle Idee, wirklich. Und Und dann? dann habe ich das gemacht. Bis ich das ganze Schlafzimmer gemacht habe, dann dachte ich mir, ich kann auch die anderen Möbel machen. Und dann habe ich das Sofa und das und viele andere Genau. Jetzt frage ich dich mal, wieso leben so viele Leute hier eigentlich? Guck mal, die 2 Frauen in der Küche, dann hier. Ist es jetzt hier eine Familie oder ne, die Tochter mit Beide. dem Baby und dann hier die? Diese zwei Männer sind Geschwister und Aha. die zwei Frauen sind auch Geschwister und das ist die Tochter von der und das ist der Sohn von der. Und Okay, was ist mit das den ist die Tante und das ist die, wie heißt sie? Cousine? Ja, die Cousine, die Tochter von der Tante und Okay. hier, das ist die Schwester von der Barbie, sonst waren die Geschwister von Ken. Und das Okay. ist die Oma. Die Oma. Die kann ihre Augen zumachen. Hä? Die macht sie doch immer. Das ist die Oma, die. Ach ja, die macht. So. So. Augen Wow, eine zu Barbie, die Augen zumachen und kann. Augen auf. Die Oma. Warum ist das die Oma? Naja, Ihr weiß ich spielt nicht. halt so. Okay, meine Lieben, da könnt ihr mal sehen, also wir haben hier keine Möglichkeit, Barbie-Klamotten zu kaufen und deshalb tun die Kinder das eben selber schneidern. Und ja, dann hat sie eben angefangen, auch mal die Möbel zu machen und hat den Kick praktisch von YouTube aus ihrem Kinderfilmen bekommen und dann hat sich eben diese ganze Sache entwickelt. Ja, genau. Ja, von dem her, also ich finde es ganz toll, weil kaufen kann jeder. Okay, der Geld hat, nicht jeder kann. Wir können nicht kaufen, weil hier gibt es sowas nicht, nur in Deutschland. Aber ich finde es viel schöner, wenn die Kinder sich das alles selber basteln, als wenn sie das mal kurz kaufen. Und da ist man auch besonders stolz. Vor allem die Kinder hier haben sowas noch nie gesehen, gell? Du bist da der Hit hier. Die sind alle voll begeistert. Nee, hast du das gemacht, gell? Ja, sagen sie auch. Und die glauben ja nicht, dass ich es selbst gemacht habe. Die glauben das nicht, gell? Vielleicht wirst du irgendwann mal Künstlerin hier mit so Modedesignerin, keine Ahnung, Architektin. Wir wissen es nicht, wir werden sehen. Okay, meine Liebe. Falls euch das Video gefallen hat, gebt es einen Daumen nach oben. Ups. Bis die Tage, Masselema. Habib, die Masha Allah, dem ist Bye, nichts hinzuzufügen, gell? Die hat schon das Video beendet. Da guckt er, wie ein Auto guckt der Jonas.
Was? Halas, yalla. Bye bye. Bye bye. Habibti.